Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pixeljan3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank für dir fürs Einschalten. Ihr seht schon, ich bin gerade nicht so energiegeladen wie vielleicht in den letzten Videos von Pixeljan3D. Ja, heute wird es etwas ernster, Leute, denn etwas beschäftigt mich in den letzten Tagen sehr, beziehungsweise stört mich, nervt mich, ja, macht mich etwas fertig. Deswegen, ja, rede ich in diesem Video mehr. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen und auch hier im Thumbnail gesehen. Und zwar höre ich mit Pixeljan3D auf. Höre ich mit diesem Spiel auf, werde ich dieses Spiel noch weiterspielen. Weil, ja, viele von euch stellen mir nämlich diese Frage in den vielen Livestreams, die ich in letzter Zeit mache. Ich mache ja sehr, sehr viele Pixeljan3D Livestreams, aber ich mache auch sehr viele andere Livestreams, wie zum Beispiel von Battlelands Royale und auch von Guns of Boom oder vielleicht auch von Splatoon 2. Alle Spiele, die ich richtig feiere, die mir richtig viel Spaß machen. Und ja, jedes Mal, wenn ich so einen Stream starte, beziehungsweise so ein Video hochlade, sind gefühlt die Hälfte aller Kommentare und aller Chats darunter so: Danny, spielst du kein Pixeljan mehr? Danny, hörst du mit Pixeljan auf? Danny, hast du Pixeljan gelöscht? Nein, Leute, ich habe Pixeljan noch immer, wie ihr seht. Ich habe es noch immer, es ist hinter mir. Ich bin heute etwas größer, weil ich eben mehr mit euch reden möchte. Und ja, wieso stellen eigentlich so viele die Frage, Leute? Ich bemühe mich wirklich jeden Tag, entweder einen Pixeljan3D Stream oder ein Pixeljan3D Video rauszuhauen. Und es gibt halt auch viele andere Spiele auf dieser Welt, die mir extremst viel Spaß machen und die ich mit euch teilen möchte. Und YouTube ist einfach die perfekte Plattform, um das mit euch zu machen. Und ja, viele von euch wollen vielleicht nur Pixeljan sehen, Leute. Aber ich habe auf diesem Kanal schon so viele andere Spiele gebracht, wie zum Beispiel alles begann mit Castle Crush, was mir sehr, 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 sehr viele Abonnenten gebracht hat. Dann gingen wir weiter zu Cats, was mir auch riesen Spaß gemacht hat. Und jetzt sind wir eben bei Pixeljan gelandet. Und ja, spiele ich Castle Crush noch oder Cats? Nein. Wieso nicht mehr? Weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, diese Videos zu produzieren, beziehungsweise auch privat zu spielen. Und das gleiche gilt auch für Pixeljan3D. Aber Leute, der Pixeljan3D macht mir momentan noch immer sehr, sehr viel Spaß und hallo Kamera, bin ich scharf? Ja, dankeschön. Und ja, mir machen eben auch viele andere Spiele extrem viel Spaß momentan, wie zum Beispiel Battlelands oder Splatoon 2 auf der Nintendo Switch oder auch Super Mario Odyssey. Und ja, auf diesem YouTube-Kanal möchte ich einfach Spiele bringen, die mir extremst viel Spaß machen, wo ihr seht, dass ich Freude daran habe, weil ich mache zum Beispiel auch kein Fortnite, weil es mir einfach nicht gefällt. Ich wüsste zwar, dass ich mit Fortnite viel mehr Klicks bekommen würde, als zum Beispiel jetzt mit Pixeljan oder mit einem Battlelands. Aber mache ich eben nicht, weil es mir eben nicht so viel Spaß macht und weil ich das eben nicht jetzt stundenlang für euch vor der Kamera spielen möchte. Und ja, deswegen spiele ich es auch nicht. Und ja, aber Leute, es ist manchmal so komisch, wenn ich einmal was anderes bringe, obwohl ich 12 Stunden davor ein Pixeljan-Video hochgeladen habe und ihr schreibt dann: Danny, hast du Pixeljan gelöscht? Oder Danny, wieso kommt kein Pixeljan mehr, obwohl vor 12 Stunden ein Pixeljan-Video oder Stream gekommen ist, Leute? Ja, es ist schwierig. Manche von euch wollen eben nur Pixeljan sehen. Und ja, es ist halt schwierig, dann immer was anderes zu bringen, Leute. Denn Pixeljan macht mir weiterhin noch immer viel Spaß, obwohl ich ja das Spiel so, ja, nicht ganz toll finde. Weil da eben irgendwas, ja, die Entwickler verhauen sich regelrecht jedes Monat wieder aufs Neue und stimmen mich dann wieder schlechter, aber ich spiele dieses Spiel ja. Ich bringe fast jeden Tag Videos für euch raus und es macht mir Spaß, diese Videos zu machen. Und falls mir Pixeljan irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann werde ich auch keine Pixeljan-Videos mehr bringen. Aber momentan macht es mir noch Spaß und ich bringe weiterhin Pixeljan-Videos, Leute, für euch. Und ich hoffe ja, ja, deswegen bitte seid doch etwas offener für neue Spiele. Und ja, vielleicht ist ja auch mal was für euch dabei, ein neues Spiel, wie zum Beispiel Battlelands oder vielleicht Guns of Boom, was richtig coole Spiele sind. Seid doch etwas offen für neue Spiele. Pixeljan ist schon ein altes Spiel. Momentan entwickelt sie sich etwas langsamer, als ich es mir erhofft habe. Ich hätte gehofft, dass Update, wo die königliche Schlacht gekommen ist zum Beispiel, bringt viel mehr Neuerungen, als es eigentlich gebracht hat. Und auch das letzte Update war cool mit dem Battle Pass, aber etwas ernüchternd, wenn ich das so sagen will. Ich weiß nicht, wie ihr zu dieser Meinung steht. Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Wie gesagt, YouTube, dieser Kanal, ist für mich etwas, wo ich Sachen bringen kann, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten.
und die auch euch Freude bereiten, weil es ist nichts Cooleres, wenn ich sehe, dass ja sehr, sehr viel Feedback unter einem Video zu sehen ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stream von Battlelands mache, dann möchte ich nicht 50% der Kommentare sehen, die über Pixelgun 3D handeln. Das ist nicht Sinn der Sache, Leute. Wenn ich einen Pixelgun 3D Stream mache, möchte ich eben halt auch viel... wenn ich einen Battlelands Royale Stream mache, möchte ich eben auch über Battlelands dort diskutieren. Und ja, das ist eben nicht möglich, wenn immer die Hälfte dann über Battlelands diskutiert und die Hälfte dann über Pixelgun 3D, Leute. Das macht dann irgendwie für keiner Seite Spaß, weil, ja, manche Zuschauer wollen eben Battlelands sehen und manche Zuschauer wollen da auch nicht über Pixelgun 3D reden, weil sie wegen Battlelands da sind oder weil sie eben da sind, weil sie Spaß haben, daran mir zuzusehen. Und ja, ich mache mich hier mal etwas kleiner, Leute, weil wir hier gerade auch gleich ein kleines Gameplay gestartet haben. War jetzt nicht geplant, aber ja, ich habe gedacht, ich gehe da einfach mal rein und rede hier trotzdem locker flockig mit euch weiter. Mir macht es extrem viel Spaß, wie gesagt, Pixelgun. Und sie bemühen sich ja jetzt auch, dass sie jetzt sehr, sehr viele Neuerungen bringen hier im Spiel. Was ich auch sehr, sehr feier bei Pixelgun 3D. Finde ich sehr, sehr cool, dass die Entwickler das jetzt mit den Updates durchziehen. Aber eben noch immer nicht schaffen, dass sie es auf beiden Plattformen, iOS und Android, gleichzeitig bringen. Finde ich etwas schade. Also Leute, wenn ich jetzt mal wieder einen anderen Stream oder Video bringe, heißt das nicht, dass ich mit Pixelgun 3D aufhöre. Das heißt einfach, dass mir es auch andere Spiele gibt, die mir extrem viel Spaß machen. Und ich die euch mal zeigen möchte. Und der ein oder andere vielleicht das dann auch spielt und wir dort dann mal zusammen abhängen. Ja, ich spiele Pixelgun jetzt schon seit über eineinhalb Jahren, beziehungsweise fast schon 2 Jahre. Und ja, Mobile Games sind halt noch immer nicht so umfangreich wie Spiele auf einer Spielekonsole oder wie Spiele auf einem PC. Sie sind nicht so umfangreich wie ein World of Warcraft oder wie ein League of Legends, aber sie bemühen sich und sie sind kleine Meisterwerke in der Hosentasche, die richtig Spaß machen, zwischendurch zu spielen. Und genau zwischendurch ist hier auch das Stichwort, denn Mobile Games sind meiner Meinung nach nicht danach dafür gemacht, dass man die jetzt 3 Stunden am Stück zockt. Und deswegen, ja, sind halt... Deswegen, ja, spiele ich auch viele verschiedene Spiele, weil man eben bei Mobile Games eine riesengroße Auswahl hat. Es gibt sehr, sehr gute Titel. Es gibt auch schon einige Titel, die wirklich rankommen an PC-Spiele, beziehungsweise an Konsolenspiele. Und ja, Leute, jetzt Mobile Gamer sind keine echten Gamer. Ja, wir wissen Bescheid, aber es macht Spaß. Und um das geht es nun mal, wenn man ein Spiel spielt. Es macht Spaß, Leute. Und ja, deswegen spiele ich auch hier und mache auch YouTube. Und ja, das war heute mal eine wichtige Message, die ich euch eigentlich hier mitgeben möchte. Deswegen, ja, versucht doch mal etwas neuen Spielen eine Chance zu geben, Leute. Das wäre richtig, richtig cool. Dann können wir zusammen auch in anderen Spielen zusammenspielen und nicht nur in Pixelgun 3D. Ich weiß, ich habe eine riesengroße Pixelgun 3D Community. Ich sehe es auch an den Aufrufen gegenüber von anderen Spielen, aber... Leute, gebt euch mal einen Ruck und gebt auch anderen Spielen eine Chance. Das wäre richtig, richtig cool. So, wir hauen hier den noch rein. Nö, aber wir haben trotzdem gewonnen. 3 Pokale bekommen wir hier. Gar nicht mal so schlecht, obwohl ich hier so ein angestrengtes Gespräch mit euch hier führe. So, Monstersprenger haben wir. Habe ich ja schon hier mal in einem Video vorgestellt. Cool, dass wir den nochmal bekommen. Und ja, Leute, das war es jetzt eigentlich mit diesem Video. Das war alles, was ich hier sagen wollte, dass ich nicht mit Pixelgun 3D aufhöre, auch wenn ich mal ein anderes Spiel spiele, Leute. Deswegen, ja, wenn ihr jetzt mal einen Stream von mir seht, wo ich Battlelands oder Guns of Boom oder Splatoon 2 spiele oder mal auch ein anderes Video hochlade, wie zum Beispiel ein Nintendo Switch Spiel oder ein Guns of Boom oder Battlelands, schaut mal vorbei. Vielleicht gefällt euch das Spiel und ihr habt richtig Lust, auch wenn ihr sonst nur Pixelgun 3D spielt. Ja, Leute, es war mir irgendwie wichtig, das euch zu sagen. Ich sage es auch immer in den Streams vereinzelt, aber ich habe gedacht, ich mache hier extra ein Video drüber. Ja, es wird weiterhin, wie gesagt, Pixelgun 3D-Videos geben und mir macht es auch weiterhin Spaß. Deswegen wird es auch das weiterhin auf diesem Kanal geben. Aber es kann vielleicht sein, dass nicht jeden Tag mehr Pixelgun kommt, sondern nur jeden zweiten Tag Pixelgun. Ja, oder jeden dritten oder einmal in der Woche irgendwann. Wer weiß. Aber momentan kommt es so gut wie täglich. Ja, vielen, vielen Dank auf alle Fälle für dich. Bei dir, wenn du es bis hier gesehen hast, ein Hashtag Danny's Crew,
rein in die Beschreibung, denn ihr seid eine mega geile Community. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Haut rein, Leute. Und ja, wir sehen uns hoffentlich. Bis dahin, macht's gut. Und ja, das war's von mir. Jetzt geht's mir leichter. Ihr wisst auch Bescheid. Ich möchte nämlich vieles mit euch teilen, damit ihr immer Bescheid wisst. Ja, Dankeschön. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Ciao.